Hallihallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Let's Play Farming Simulator 2017. Ich glaube Folge 27, Leute. Und heute ist der hoffentlich Tag der Abrechnung, sozusagen. Wir holen uns Kohle ohne Ole. Ne, oder so ähnlich. Wir holen uns richtig Kohle. Denn ich hoffe, dass das alles so hinhaut, wenn das alles so hinhaut, wie ich mir hoffe. Jetzt aktuell kurz Brot abgeben, 3000 das Stück oder Ding. Und dann hier 535 nach wie vor steigend Silage. Und dann vermutlich bei dabei war unsere Mischration. Da sind wir uns noch nicht ganz sicher. Aber wenn das alles so hinhaut. Ja. Jetzt holen wir uns erstmal hier das Brot oder das Geld fürs Brot. Sollte das schon einiges bringen. Es ist jetzt nicht super viel. Ich habe mir ehrlich gesagt mehr erhofft am Brot. Aber man muss bedenken, eine Palette hat 5000 Liter. Nicht 3000 wie beim Mehl, glaube ich, oder so. Oder beim Brot, glaube ich, sind es 3000. Hier sind es 5000. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sollte da schon einiges zusammenkommen. Und dann haben wir, wie gesagt, das hier noch stehen. Hier, da rechnen wir eigentlich auch, wenn das so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben letztes Mal, rechnen wir hier auch mit knapp 100.000 Euros für diese Ladung hier. Die geben ab, sobald der Preis dann gut ist. Wir werden noch ein bisschen vorspulen, wenn wir hier das Brot verkauft haben, in der Hoffnung, dass auch der noch weiter steigt. Das wäre richtig cool, weil dann Leute, ja, dann haben wir Geld bis... Dann haben wir hoffentlich wirklich Geld bis zum Ende. Wir können schon mal schauen. Wir waren doch hier mal... Warte, hier der Fendt, der müsste doch da stehen. Ja, der hier wäre auch da gestanden. Aber wir fahren mit dem einfach mal kurz darüber, weil wir jetzt faul sind. Einmal mal kurz auf die andere Seite der Biogasanlage. Auch wenn da drüben eigentlich schon der Fendt, der Häcksler stehen würde. Egal. Also ihr seht, wir haben hier eigentlich fast zwei voll gefüllte oder prall gefüllte Silos stehen. Die eigentlich nur darauf warten, dass sie endlich hier eingeführt werden. Und ja, das sollte dann eigentlich hinhauen. Ich hoffe es zumindest, dass wir das dann so hinbekommen, wie ich mir das vorstelle. Der muss eigentlich nur noch ein bisschen ausgefahren werden und dann kann es losgehen. So, wie schaut es aus mit meinem Brot? Uiuiui. Seht ihr, was ich meine? Man unterschätzt es. Das schaut zwar nicht viel aus, aber es dauert viel, viel länger, das ganze Zeug hier abzuladen, als beim Bier. Und wir sind jetzt schon, wir haben jetzt schon richtig viel eingenommen. Wir können mal schauen. Einnahmen müsste hier irgendwo was stehen. Genau, wir sind jetzt schon bei 67.000 Euro Einnahmen. Und das eigentlich nur durch das, weil was anderes haben wir jetzt noch nicht verkauft, glaube ich. Würde mich auf jeden Fall wundern, wenn doch. Lohnzahlungen ist krass, wie viel wir eigentlich am Tag für Lohnzahlungen ausgeben. Also 15.000 ist eigentlich normal, so wie es ausschaut hier. Sonstiges Einnahmen schaut aber bei uns auch immer ganz interessant aus. Ich weiß zwar nicht genau, was wir da einnehmen, aber okay. Kreditzinsen sind zum Glück schon längere Zeit nicht mehr ein Thema. Hier sind wir mal wieder ein bisschen die Übersicht. Aktuell sind wir ein Plus am Tag. Wir hatten ja hier 159.000 Kosten dieses Mal für Felder. Deswegen hat uns das ein bisschen rausgerissen. Aber da sind wir jetzt schon durch. Da sind wir jetzt schon durch. Und wir haben hier immer noch was drauf. Und wir haben jetzt schon 100.000 eingenommen. Leute. Huiuiuiuiuiui. Hier haben wir mal Einnahmen BGA. 192.000. Da war anscheinend mal eine gute Zeit. Da haben wir mal ein bisschen was, glaube ich, durchkaut. So eine kleine Ladung, die wir mal da einsiliert hatten. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ist aber schon wieder ingame ein paar Tage her. Aber okay. So, zwei Paletten sind es noch. Ich bin gespannt, wie viel wir hier rausholen. Aber das müssten ja jetzt schon 100, über 100.000 gewesen sein. Wir haben ja gesagt 111.000. Schauen wir mal, hier haben wir noch eine Palette. Und dann dürfte es uns den Preis oder unser Einnahmenball anzeigen. Und ich sehe gerade, der Bullock hier hat auch schon wieder 9,9 Stunden drauf. Oder was heißt schon wieder? Unser ältester Bullock hat erst 9,9 Stunden drauf. So, halbe Palette noch. Wie weit kommen wir? Schaffen wir 150.000? Ne, schaffen wir nicht. Aber 125.000 dürften drin sein. So, und gleich müsste es uns angezeigt werden. Jetzt 127.458 Euro durch einen halb, dreiviertel gefüllten Anhänger mit Brot. Also, das ist echt, echt krass. Wenn man überlegt, wenn der ganz voll ist, dann sind hier locker 150.000, wenn sogar nicht 170.000 drin. Also, das lohnt sich auf jeden Fall, liebe Leute. Jetzt gleich mal speichern, würde ich sagen. Und dann nehmen wir den restlichen Speed-Marathon in Angriff. Hier ist noch ein bisschen was zu holen. Da ist noch ein bisschen was zu holen. Das heißt, go! Und wir behalten einfach den Preis hier ein bisschen im Auge. Wir dürfen einfach nur beides nicht übersehen. Aber der steigt hier aktuell so stark. Das ist unglaublich. Der hier wird schon wieder ein bisschen langsam, habe ich so das Gefühl.
Aber ich würde trotzdem sagen, bei 538, wo wir jetzt sind, das verkaufen wir trotzdem. Ich glaube nicht, dass er noch, also dass wir ihn noch viel besser jetzt erwischen. Ich hätte mir gehofft, dass er noch bis 700 geht. Vielleicht würden wir, wenn wir eine große Nachfrage abwarten würden, würden wir vielleicht noch was zusammenbekommen. Nichtsdestotrotz, der Preis ist jetzt stabil, der andere Preis ist auch stehen geblieben. Das heißt, liebe Leute, das Erste, was wir jetzt machen, wir probieren das hier. Schauen wir mal an, ob hier noch was dabei rauskommt. Wenn wir das hier abladen, funktioniert das? Es funktioniert. Aber es kommt bei weitem nicht so viel raus, wie ich mir gedacht habe. Okay. Entweder habe ich mich da verrechnet. 4000 Einnahmen, 4000 Euro plus Einnahmen bei dabei war, oder meinen die damit was anders? Aber bei dabei war, gibt es sonst nichts eigentlich angezeigt. Oder meinen die hier 304? Aber das ist ja Hackschnitzel. Ich dachte eigentlich, das wäre das hier hinten. Naja. Okay, nichtsdestotrotz. Nach dieser kurzen kleinen Enttäuschung folgt hoffentlich eine nicht mehr so große Enttäuschung. Und zwar jetzt die Biogasanlage. Wir werden das Teil hier noch ein bisschen wahrscheinlich in Position fahren müssen, so wie ich das hier sehe. Die Frage ist, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Nein, wir fahren das Teil hier ganz ein. Dann fahren wir hier ein bisschen nach hinten. Lenken dann gleich wieder zurück und fahren gleich wieder nach vorne. Genau. Und stopp. Und dann fahren wir das Ding aus. Und dann, liebe Leute, willkommen im Zeitalter der Moderne, in dem wir endlich viel, viel Geld hoffentlich einsammeln. Hoffe ich zumindest. Das ist der Plan. Das sollte jetzt erstmal ein bisschen laufen, bis wir hier die maximale Füllkapazität erreicht haben. Weil am Anfang geht hier richtig viel rein, danach geht es leider nur noch schleppend. Aber das ist egal. Dieses Geräusch habe ich vermisst. Das war lange, lange Zeit immer sehr traditionell bei uns in der ersten Staffel in Landwirtschaftssimulator, wo wir noch mit Ole und so weiter gespielt haben. Da haben wir ja auch immer so die Silage verkauft und richtig viel Geld damit eingenommen. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, das ist definitiv gut. Das ist richtig gut. Ihr seht jetzt schon Einnahmen, Biogasanlage sind jetzt schon bei 5000. Jetzt der nächste Sprung wahrscheinlich bei 5,5 oder sowas. Ja, also ihr seht, das läuft. 131.000 Einnahmen, sonstiges. Ja, ich weiß nach wie vor nicht, was das hier ist. Es würde mich nach wie vor interessieren. Nichtsdestotrotz, liebe Leute, ich würde erstmal sagen, das war's jetzt erstmal kurz. Wir müssen erstmal wieder ein bisschen weiterspielen. Ich hoffe nur, dass der hier der Strom nicht abreißt, aber normalerweise sollte das soweit passen. Das heißt, unsere Geldeinnahmequelle läuft jetzt endlich. Hier könnten wir eigentlich auch mal wieder aufladen. Und ich glaube, Bier ist vorher gesunken, gell? Aber das ist egal. Hier ist immer nicht verkehrt, wenn man einfach ein bisschen was auf der hohen Kante hat. Fahren wir hier einfach mal ein bisschen rein. Genau. Fahren wir wieder raus. Wie schaut es eigentlich hier aus? Ja, hier ist noch alles im grünen Bereich. Ich glaube auch, dass wir mittlerweile Biodiesel richtig viel haben. Sollen wir mal da noch schnell hochschauen? Da springen wir aber kurz mit dem. Ach, das steht hier oben. Interessant. Das habe ich nämlich schon vermisst, liebe Leute. Wo habe ich denn das hingestellt? Steht das hier drin irgendwo? Ne, hier steht der. Den haben wir uns auch mal gekauft, einfach nur weil er im Angebot war. Ich weiß nicht, ob das so klug war oder nicht. Wo steht denn das Gewicht jetzt hier? Keine Ahnung. Müssen wir vielleicht zurücksetzen. Wir schauen jetzt trotzdem kurz runter, weil wir haben jetzt ganz schön viel vorgespult. Das heißt, normalerweise dürfte hier auch richtig, richtig viel rumstehen. In Sachen. Ja, okay. Es geht. 40.000 Liter knapp. Ist okay. Aber normalerweise dürften wir hier noch einiges an Raps über haben. Also da fehlt sich normal nichts. Ja, 55% noch, Leute. Das ist kein Thema. Gut. Soweit, so gut. Also haben wir hier fast nochmal 100.000. Die Maschine läuft, das läuft, das läuft. Alles läuft. Wo steht eigentlich der? Der steht hier. Wenn dann die volle Kapazität erreicht ist bei der Biogasanlage, werden wir nochmal schnell ein bisschen schneller laufen lassen, damit das Feld hier fertig gewachsen ist. Dann können wir nämlich das hier schon ernten, theoretisch. Oder wir springen jetzt als nächstes in die Hackschnitzelproduktion. Und Leute, wisst ihr was? Das tun wir auch. Ich würde sagen, ich warte ab, bis wir genug Geld haben und dann holen wir uns den Ponzer. Bis gleich. Yeah. Yeah.
Hallo und nee, das hatten wir schon. Ja, liebe Leute, willkommen zurück in dieser Folge. Und ja, ihr seht, 535.000 ist jetzt in unserem Depot. Und jetzt können wir den Silage-Ding wieder abstellen, weil jetzt dürfte es... Wartet ihr, ich muss daher... Ja, halt, stopp. Ich muss das jetzt wieder abstellen, weil jetzt bröckelt es nämlich nur noch so rein. Jetzt wird auch der Preis wieder ganz schön gesunken sein. Schauen wir mal kurz nach. 538, nee, ist noch gut, aber, also über 500 habe ich mir jetzt gedacht, verkaufen wir es. Aber ihr seht, jetzt bröckelt es nur noch so rein, das heißt, eigentlich müssten wir es jetzt entweder ein bisschen vorspulen lassen, wenn wir zum Beispiel hier ein bisschen schneller laufen lassen würden, dann wird es schon wieder rein tickern, und zwar ohne Unterbrechung. Aber das wollen wir nicht, weil nämlich sonst hier die Sämaschine wieder außer oder nicht mehr richtig läuft und so weiter. Nicht, dass dann wieder das Fell halb fertig ist und halb eben nicht. Gut. Soweit aber dazu, das heißt, wir haben 538.000, da speichern wir einfach jetzt gleich mal. Im Sonderangebot ist aktuell leider nichts. Ich hätte, es wäre natürlich richtig cool gewesen, wenn dann Stair auch noch im Sonderangebot gewesen wäre. Ist aber nicht so, ist aber egal. Wir gehen in Forstgeräte. Ich meine, muss ich mal überlegen, wir haben eine 500.000. Leute, so viel hat man noch nie. So, wir brauchen dieses Teil, ja, und wir brauchen dieses Teil. Wir fangen mit dem hier an, und zwar natürlich in Boogiebänder. Was sind Boogiebänder? Also ich weiß, was es sind, dass es die Dinger, die Ketten rundherum sind, aber ich wusste nicht, dass die Boogiebänder heißen. Oder spreche ich das gerade vollkommen falsch aus? Boogiebänder. Okay, 325.000, jawohl, und dann sind wir nur noch bei 216.000. Ist aber trotzdem noch jede Menge. Das Teil hier ist schon geil. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie wir das ganze Zeug denn abtransportieren. Ob wir es jetzt gleich dann wirklich häckseln sollten. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Das heißt, wir holen uns den da. Jawohl. Sehr schön. Und jetzt haben wir noch 153.000. Jetzt seht ihr schon, jetzt haben wir wieder ordentlich was eingeboost. Aber wir bräuchten dann vielleicht noch irgendwie einen Kipper dafür. Man könnte theoretisch auch mit dem Ladewagen fahren. Hier würden 45.000 Liter reingehen. Aber der kostet allein 85.000. Also das eher nicht. Das heißt, wir schauen mal eher, was wir hier in Kippern technisch haben. Am liebsten wäre mir eigentlich, wenn wir das Ganze vielleicht... Oh, 100.000 Liter. Okay. Gut, hier überzeugt mich jetzt nichts. Wir könnten theoretisch das hier nehmen, aber hier passen bloß 24.000 Liter rein. Was haben wir denn in Sachen LKW? Nein, da brauchen wir trotzdem fast das hier. Wir haben das Ding, da passt aber eh nicht viel rein. Wir haben das Ding, hier passt 45.000 Liter rein. Aber das Ding haben wir noch nicht. Die Sache ist halt, das Zeug wird halt trotzdem relativ schnell voll werden. Wir haben einmal den, der steht glaube ich noch am Hof. Den könnten wir hernehmen, oder? Ja, hier würden Hackschnitzel reingehen. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir den. Wer hat jetzt schon wieder seine Arbeit eingestellt? Der hier. Okay, er hat umgedreht. Ja, das müsste ihm ja geben. Er hat umgedreht und dann hat er gesagt, nö, mach ich nicht mehr weiter. Zahlst mir zu wenig oder sowas, keine Ahnung. Der hier fährt noch schön brav, sehr gut. Und hier sind unsere neuen Schätze, das ist sehr gut. Im Prinzip müssen wir die jetzt erstmal zu unserem Ding fahren. Und dafür nehmen wir eigentlich den hier her. Das Geile ist, Leute, ich habe wahrscheinlich mindestens 70.000 Liter allein Sprit wieder oben an der Biodieselproduktion, weil ich habe die ganze Nacht vorgespult und da war ich beim letzten Mal beim Schauen, war ich bei 59.000 Liter. Also wir haben da oben auch wieder 100.000, also es ist echt krass, wie viel Geld wir momentan hier im Petto haben. Solange der Preis hier noch halbwegs passt, lasse ich auch die Silage noch so weiterlaufen. Wenn es unterbricht und dann mal runterfällt, ist okay, aber ansonsten lassen wir das mal.
Und ja, das heißt, wir haben jetzt richtig, richtig viel Kohle ausgegeben. Das ist unglaublich. Wie schaut es eigentlich mit unserer Silage, mit unserem Zeug hier aus? Ist nicht mehr allzu viel da. Da müssen wir vielleicht auch mal wieder ein bisschen neu investieren. Aber das sehen wir ja dann. Gut. Soweit so gut. Hier schaut es noch gut aus. Genau. Den leeren wir dann aus. Und dann bringe ich die Sachen darüber. Ich würde sagen, das wird ein kleiner Timelapse werden. Indem ich. Oh, hier war der Motor noch an. Indem ich die Sachen hier rüberfahre. Wir werden wahrscheinlich hier unten anfangen. Und uns nach oben weiterarbeiten. Und zwar aus dem Grund, weil ich halt das Feld dann gleich erweitern möchte. Ich habe jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Dieser Baum da unten, dieser. Nicht Nadelwald, der Nicht-Nadelbaum. Ich hoffe, wir können ihn umschneiden. Ich habe es ja letztens schon eigentlich an vielen Stellen probiert zum Testen und es hat überall funktioniert, aber der schaut mir gerade ein bisschen gefährlich aus. Wir müssen noch dazu bedenken, wir haben da drinnen einen Weiher. Ich hoffe, dass wir den irgendwie dann so umfahren können oder so, dass die Leute das checken, hier unsere Helfer, dass sie eben da nicht reinfahren. Aber das werden wir dann schon sehen. Gut, liebe Leute, in diesem Sinne würde ich allerdings sagen, war es das dann auch für diese heutige Folge. Ihr bekommt jetzt, wie gesagt, noch ein Timelapse. Mach halt wenigstens das Ding fertig, oder? Nee. Manchmal denkst du echt, was hast du verbrochen? Naja, egal. Wir lassen das Ding hier dabei stehen. Ja, gut, wir lassen. Oh, nee, er hat's gecheckt. Wir lassen das Ding dabei hier stehen, weil noch nicht voll genug, das lohnt sich nicht. Dann holen wir uns unseren Ponse und stellen das alles hier auf. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann ja, jetzt gleich beim Timelapse. Ich hoffe, dass euch gefallen wird. Und ansonsten nächste Woche wieder bei einer neuen Folge. Und dann werden wir wahrscheinlich ein bisschen in Richtung Forst gehen müssen. Weil, wenn wir die Geräte schon haben, dann wird es auch Zeit, dass wir endlich mal hier forstmäßig was machen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Oh, ihr Hoden ist raus. Das wäre fast ein Unfall geworden. Aber egal, noch schnell beim Nachbarn durch die Blumenwiese, beziehungsweise durch die Sonnenblumenwiese. Und in diesem Sinne, tschaußen.